Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Sendelssohn Sibo. Heute Morgen war der Start vom Game. Ich war direkt wieder vorne dabei, habe aber nicht gestreamt, habe auch keine Aufnahme gemacht. Also ich werde sowieso die Story nicht jetzt direkt skippen, aber etwas schneller durchgehen, da wir die Story ja zum größten Teil ja in der Beta gezockt haben. Also für die Leute, die die Beta mit mir erlebt haben, wissen eigentlich, was wir alles gesehen haben bereits. Wir hatten gestern sogar das Glück, schon direkt unser erster S-Charakter zu ziehen. Und zwar die Katzenlady. が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。勝ったらあんたのおごりだぞ。安心して、もう慣れてるから。よう、次よ。 探索ルートの情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると、要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。リダスポイントだ。救助対象を見つけたら連れてこよう。
探索情報を更新しました。近くのフォローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアを。ドアの上。残念な。 Easy Gegner. ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。 HDD では検出されていないエリアだ。ここでもフォローデータをスキャンできるのか。 新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報。このキャロットのデータを使ってみよう。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。 目を閉じに来たぞ。にゃっ。
指定された額の偽コインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。よう。よう。全員無事に見つかったね。さて、離脱しよう。 Sache. Lin, いいところに来たね. Hola. ビジョンコーポレーションの代表にインタビューする。エアリー、あとはよろしくね。ポンプと接続中、視覚データを取得します。 取得完了、再生します。お、画面に出たね。ん？どれどれ？あ、うん、ミコと出会った日のだ。と、止まれ、動くな。 はい、はい、私は動かないわよ。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ。まず、フォローに入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよーく知ってるから。 待っても来なかったらパックルじゃ。な、何者だ。正義の使者、ここにキャノンさん。盗んだ宝を返してもらおうぜ。リーリー、余計なこと言ってないで戦いなさい。 やれやれ。
敵組の拠点か？ 。Gespannt, weil ich habe noch nicht gesehen, dass ein Gaming Pass drin ist. Ich würde mich wundern, wenn keiner drin wäre. この異変で列車が遅れてくれるといい。また、この振動は…警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。 要警戒エーテリアス。 列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、その隙に乗車することをお勧めします。わかった。早速始めよう。 列車が来ているんだ。早くしないと間に合わなくなっちゃう。
ダリンちゃん、戦闘の方もよろしく。ダリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言もしゃべっちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。ただいま。カリン、岩をどかしたいんだ。手伝ってくれるかい。これでスイッチを押さえたいんだ。こちらの大きなお方でしょうか。よいしょ。一人で持ち上げちゃった。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口に連れて行こう。カリンちゃんみたいにすごいの？私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドより？ちょっと想像できないぞ。こちらに。
でも食らえ。Und weg.100m 以内にフォローの出口。あとは列車の到着を待つのみだ。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員警戒態勢。今だ。無事でよかった。お帰り。Ich liebe einfach das Setting.忘れてゴッドフィンガーで楽しむとええ。
Nee. Wie J ist Beschleunigung. Wie J ist Beschleunigung. Ja, moin. Moin. Na, geht's besser? Naja. Heute Morgen war es die echte Stimme, ja. Gerade warm geduscht habe ich. Jetzt ist die Nase wieder frei. Ich hab wieder meine Serie weiter von gestern. Wird spannend. Gerade angefangen.
anscheinend will jetzt einer von den Dingsbums von dem Kraft klappt. Will jetzt anscheinend die ganzen Karten von einfach durchziehen. Okay. Deine Witz kann ich dir auch wieder ins Zimmer machen. Ja, ich spiele gerade Sendestensive weiter. Ein mitbekommen. Ich spiele gerade die Minispiele. Ich habe gestern auch noch gezogen, ich habe auch einen 5-Star bekommen, aber ja, ich stelle die Folge. Ich habe eine von der Baustelle bekommen. Ah, geil. Race oder wie es da ist. Thank you.
Und hast du bei Wuthering Wales schon angefangen, das Event? Ja, bin bis Stufe 3. Ich hab nur noch die letzte zu machen. Okay. So, gönne ich mir mal einen Kaffee hier. Tamaniwa hitoiki tsuite, chikara o takuaeru koto mo taisetsu desu. Thank you.
Spiel ist noch kein Tag raus und die schicken schon sofort schon eine Umfrage raus. Okay, das ist ein bisschen dumm. Ja. Hat das Spiel nicht mehr richtig gespielt? Oha, für die Umfrage bekamen wir Polychrom. Was ist das bitte? Die Währung. Ah. Also Money. Ja. Oder Poolwährung. 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 Voll bei ganz schön bekam man immer nur Geld. Ja, deswegen mache ich gerade.勝ったらあんたのおごりだぞ。いつでも出撃可能よ。何かよ。私は高くつくわよ。稼ぎ時だわ。
いい声してなさい。解除する。ボスの出番ね。見せてあげる。ニコ大好き。気をつけて。しょうがないわね。見てなさい。マッサージしてあげる。当然複製する。痛くないってば。解除する。パン心配しなくてもめちゃくちゃ痛いぞ。まとめてや。準備完了。私を呼んだのにゃ。
Entry, then. Which one did you play?
It's only if you pull 300 times. You need to pull 300 times then you get 200. That's enough at the moment. For the shield. You can. Oh, you simply can. Yeah. If you go out, then it will reset again. You can go. Yeah, there is the exclusive banner here. Yeah. Yeah, right. Have you got something? Yeah, you get 1-3-5 star after some time. That's nice. You need to be level 8, I guess. It was level 8. Then you can unlock the event things. And there you can get pools for free. Oh, it's nice. Enough to get 1-5 star. Okay, it's a random 5 star. Right. Yeah, but did you put something like in the pool? In only, the banner? Only, yeah, no, in the banner, no. Yeah, you only the 3 star, 5 star. All right. Only in the stable channel. Okay, I will come a little bit later. Now I just wanted to spin with my friends, just to see what we get each other. Yeah. Yeah, it's okay. Okay. Yeah. All right. See you later, guys. Bye. Bye. Ich bin voll in meiner Serie drin, ne? Ich hab's nicht die mitbekommen, dass er rein. Die ist übel spannend gerade, holy shit. Ich hab endlich den Post jetzt mal freigeschaltet. Gesundheit. Ich würde mir gerne den 5 Euro Pass holen. Ich darf auch noch bis morgen warten. Wahrscheinlich. Egal, nicht so schlimm. Der Pass geht bis Stufe 50. Nee, ich meine ja nicht diesen Pass, sondern diesen monatlichen. Diesen 5 Euro. Im Battle Pass weiß ich noch nicht, ob ich den hole. Da muss ich erst ein bisschen mehr Zeit investieren, weil 5 Euro tun jetzt nicht weh, aber. Keine Ahnung, für den Pass dann schon ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann am Ende nicht zu spielen, ist halt schon scheiße, ne? Ja. Der Rhythm Racer ist natürlich instant, aber ich wusste, ich werde das Spiel spielen. Ja, sowieso wird Sinnesund Zero Solo Leveling bei mir ersetzen. Okay, warum das? Ja gut, mit der Zeit kriege ich es nicht hin, so viele Gacha gleichzeitig zu spielen. Und momentan, Solo Leveling nimmt mir viel Zeit weg. Also ich brauche aber für den normalen Durchlauf am Tag ist gut mehr als eine Stunde. Where did you get the code? Have you got the code where you can spin 100 times? No, that's not 100 times. That's a big lie. But it's penny pools. It's I sent you. Wait, in Discord. Okay. Thanks, bro. Yeah, but 20 pools is 20 pools, you know. It was in Discord, I guess. Where should I redeem it? If you press escape, yes, then you can go on more. More, yes. And then it's like code, I don't know, it's in English, I play on German. So yeah, for me it's like, yeah. Oh, redemption gift code, yes, 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 I found the tab. Redemption code, okay. Nice. For us it's a gift code. Okay, thanks bro. Right. Is there, you can, oh, basically your pools are those polychrome things. That's the pool currency. Yeah, and you basically buy pools with it. Where do you buy it? Yeah. Is there any shop? Where is the exchange shop? Yeah. Oh, okay, I found it. Signal shop. Yes. Signal shop.
and yeah, then thanks. Monochrome. I don't know if it's right in English. Yeah, yeah. Okay. Dead. I'm in German. Alright, thank you. I can only translate the German things and sometimes the translate is not correct. Thanks, bro. Thanks really much. No problem. Wie kann man eigentlich seine Battery-Dingsbums da ausgeben? Ah, die Battery-Ladung kannst du später mit dem Auto in die nächste City fahren. Und da kommst du zu einem Empfang und da kannst du dann einen Kampf auslösen. Und da kannst du auswählen, welche Kämpfe du machen möchtest, um die bestimmten Items zu bekommen für das Aufleveling. Und das kostet dann diese Battery-Punkte. Okay. Das habe ich zum Beispiel jetzt gerade erst gemacht. Nein, ich bin so dumm. Ich hab den falschen Bus bekämpft. Jetzt habe ich Material, wo ich nicht nutzen kann für ihr Charakter. Alter, die schlachten sich da gerade alle gegenseitig ab in der Serie, ne? Es geht halt darum, es gab einen Mörder da, in diesem Beachclub. Okay. Und die haben jetzt einfach ein random Spiel bekommen und das Spiel liegt darin, dass sie den Mörder finden müssen und verbrennen müssen. Diese Militärtruppe tötet gerade einfach alle. Die schlachten gerade alle ab und verbrennen die einfach. Die Serie ist gerade nicht mehr normal. Stell dir vor, es war dann einfach einer von diesen Militärtruppen und die haben einfach alle umsonst umgebracht. Ja. Okay, die Dailies habe ich jetzt auch freigeschaltet.
いつでも出撃可能よ。私を何かよ。私は高くつくわよ。賢い選択ね。 Ich kann von irgendeinem Ende mit so einer Kettensäge durch, dass ich die immer noch spielen kann. Du wirst es besser, jetzt keine Ahnung, was für ein Gegner kommt. Ah!
個体、属外侵食体、狂乱暴徒を検知、生かした手足で周囲の活動体を八つ裂きにすることが可能。うまく回避してください。ターゲットを排除する。自立補助ユニットスイーパーを検知。対象は回転することで周辺の物体を清掃します。くれぐれも慎重に対応してください。
ターゲットを排除する。
もくらっとけ。Actually got pretty decent stuff, like every of my pool was 2x8. Yeah. 4 point. Right? Yeah. I had a friend that actually pulled 10 times and didn't even got a purple. People, do you wanna see me summon I mean recruit in Nike? I have 40 recruits right now. Oh, really nice. Haram. Haram. This game is haram, bro. I'm just addicted to spinning in games. I'm sorry. Okay, let's go. So basically, haram. I have. Oh my god! This is little. Oh no! This is little children. Is this haram? Oh, okay. Not haram.
Okay, let's start with this one. Let's start with this one. Wish me luck, guys. Let's go. What? Oh my god. Yes! Alright, let's go, guys. How did it actually didn't blink yellow, but I got SSR. Let's see what I got. Okay, Tetra, nice. Oh no way, man! Why shit? God, I already got her two times. Never mind. It's a five star, so yeah. Let's go. I will summon then. Yeah, okay. Let's do the event first. But which one? Okay, let's do this one. Come on, come on, come on. Let's go. Yes! Oha. Oh my god, I'm so lucky, man! Another 5 star. Let's go. Yeah, let's see what I got. It's actually really rare. I don't even know how I got 2 in a row. Let's see. Tetra? Yeah, it's probably the new one. What the fuck? What's this, bro? Oh my god, I'm gonna kill myself. I got little kid. Okay, okay. Calm down, calm down. Let's just pray that I will get a decent waifu this time. Let's see. Let's go. Alright. Please. Okay, okay. Didn't like me this time, but yeah, alright. I have one last time, guys. I want to accumulate all my luck just to get the best 5 star. Are you ready, guys? Yeah. Okay, let's go. Come on. Okay. I need to focus. Just pull. No, no, no. Okay, right now. Oh my god. I waited so long. Alright, alright. It's not over, guys. It's not over. I can get those modes and I can pull for guaranteed SSRs. Yeah, so I got purple and also no, the yellow one it's not full, so yeah, let's make it count, guys. Let's go. Oh, yes, of course it's the purple one. Yeah, but all right it's decent. I got like, yeah, I played the game for a while, I know. Don't judge me, guys. All right Oh, check my LAN account. What? Yeah, you can take a look of my account. I can what? Wait a minute. You can take a look of this account. Okay, let's see. Oh, you have Emilia from ReZero. Yeah, yeah, I got Emilia from ReZero and also Rem and every ReZero character here. It's Rem, Ram and... Oh yeah, and also I got... Pascal from Nier Automata. But unfortunately I didn't got 2B. And also I didn't got Makima. That. Take a look of this account. Okay, it's not let's normal. See. It's not normal? Wait a minute. Oh, I swear it's not normal. I bet that he has every single character in the game right now. Maybe I'm right. Let's see.
Why does your sound is so clear, like much more? The problem is I have the Xenosuit 0 on on the same time. Wait, I am go. So. Das soll eigentlich kein Problem sein. Nö, für meinen PC ist das kein Problem, zwei Games. Let's see. Is he really that down bad? Oh, he spent millions. Oh, he spent money. Oh, no. Yeah. He's lying, he spent a lot of money. Oh my god, bro, you got Modernia skin. Oh, yeah, 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 alright. What? Your level. Oh my god. Yeah. Oh fuck. You've got every single one. Every single one. No. Let me see normally, what you don't got. Normally, I think this. Oh, you don't have. Okay, okay, right. 30 characters, I think that I need it. Oh. Yeah, I got some of those that you don't have. But. I wait with my pools for this one. You have every single pill. What the fuck is this, bro? Yes. This is. Wait, is that the new character right now? Yes. This for the on the mid of the new event, she came. Oh my god, bro. So, nächster Screenshot wurde von Bible Screen gemacht. Let's go. Bro, she's. Ich hab alles in die Sammlung gespeichert. She is basically nude at this point. Yeah. Oh. So, yeah, let me see. Do you have every single pilgrim? I think so. No, pilgrim, I have not everyone. Oh, you don't Scarlet. Have Scarlet. Scarlet is so powerful and I doesn't pull. I think that Black Shadow Scarlet is better than Scarlet. Okay, can I see your team right now? Oh, you're using. Is this your current, like, main team? Yep. But why do you use Laplace? Isn't it. I play like with two healers, two burst character, and one support. But why do you don't use any, like, for example, why do you don't use Red Hood? Red Hood is good for powerful damage dealing, but by the hardest invasions, it's better when you have more healing than damage dealing. So basically, that team is for which game? What's your main? What's your strongest team? When I play by the dailies here. Yeah, when this you part. Do the interception. Yeah. So yeah, show me your team. But normally you have to what is your level with your synchronization? Oh, my synchronization level is. Oh, wait, let me see. I think it's 203. Okay. Yeah, it's not that big. As big as yours. Is there any level cap to the synchronization level? No, that's unlimited. The level what you can get to. Yeah, but wait. So how can you basically
if you have someone more than one star, you can basically advise him more in the advice, and basically it grants him more damage. Is it the best way to make your characters more powerful? The thing is that you have the basic damage, and then you have your synchronization. And that what is important thing is that you find all pieces for the good set for your character, and then that you bring on the next level when you have the yellows. You have a part in the pink part. One of your armor. Yeah, I don't have manufacturer gear, so many. I don't have that much legendary manufacturer gear. Yeah, well, normals you have the yellow one. Yeah, I know. And when you have level up on the max, you can bring it on the pink one. Yeah, I know. I've already done this. Then you have that is not so long in game that you have this doll, and that bring your stat mostly high. Oh, but you're using like a common one. Yeah, I have not battled to pull in the box from Modelia that I have on purple one. I'll try and level up. Yeah, I see, I have one box with those. It's a repair kit, maintenance kit. It's not like the dose. By the way, Leon. Yeah? Give me your OID from Zenith. Oh, yeah. Wait. How do I. You're not in game. Oh, I need to go in game? Oh, I see. It's the only Hoyovers game. Okay. Oh. What is your rank in game? It's not really big, actually. Welcome to Arino! In rookie. I think it's like maybe 5. No, it can't be 5. I think it's 6. Here, let me see. Oh, it's 5. All right. Okay, got you. Can we now? Okay, wait. Go on. No, go out. Then go on your name. Yeah, then. Here at front. Oh, you already sent me an invite. Yep. Nice. Seine UADs haben schon über 1 Million, ne? Wie viele Spieler spielen dieses Spiel? Holy shit. Es ist Mihoyo, oder? Ja. What's your team in Zenith Zero? Wait. I put it online. I don't have a real team. I've gotten 2, only one actually, but one is free, Corin and Sokaku.
Oh, this one is nice. Are you using Sokaku? I don't have her. I have a... I got Grace. The 5 star. What? Actually? Yeah, but oh, it's because of... yeah, alright. Yeah, how did you actually get 5 star? Yes. I play a little to level 8 and then you will get 3 pulls. Oh, but wait, do you pull 50 times on the banner? You only need 40 times. Oh, you actually only need 40 times? Yeah, wait, you can but see I... 8 pulls. 8 pulls for 1 10 pull, and it's you get a 10 pull, but it costs only 8. So basically you need 40 pulls, and then you get 50 pulls. And after 50 pulls, you get a free. Yeah, but yeah. Wait, I think I pulled only 25 times. See? Have you pulled on the this banner here? Yeah, yeah, but I got nothing there. Yeah, me too. I got here. Oh. Wait. I can't see anything. Why? Yeah. It's miHoYo. Oh my god. Yeah. It takes some hours. And you can see it. Let me check. Maybe I can see something. Yeah, I can see. But the last pool was like 4 hours ago. What the fuck? I pulled like 20 minutes ago. Oh my god. Okay, I already pulled 15 pools. 16 in total. So, yeah, you have just leveled up. Have you. Yeah, just, can you check my character? Okay. Can you see it? Grace, this guy. Yeah. This guy is so ugly. Is what? He's ugly. I don't like him. Yeah, I know. Me too. Why does she act like a hoe? What? I said, why does she act like a hoe? Like a prostitute. No. Don't ask me. It's some different HoYo game. Yeah, I see. This game doesn't feel like a HoYo game. You're right. To be honest, when I see this, this game is like some random studio creator. Yeah, it feels like it. Yeah. It doesn't feel like it's made from before. Yeah. Oh. Is there any story actually behind those missions? Yeah, it'd be just... a hacker. What? Yeah, a hacker. No, I mean behind those simple missions, not the story. Yeah. I don't know. Wie bitte? Was wollt ihr wissen? Ask again. Yes, what? Ask again, Devil. I said, is there anything story related in this quest? Is the preparation about the first chapter. Actually, why does this is the first For the moment you are in the prologue
And you are not in the first chapter. The first chapter is when Nakamura come in the game, the cat girl. Wait, I need to. Shit. Okay. I managed to make it a little bit quieter. Good in the in-game settings. What? Yeah, in-game settings, right, but I just use basically the sound mixer because oh, nice. I really love how you can switch between characters so fast. Not as in Wuthering Waves, and my friend said that it's the combat is much worse than Wuthering Waves because there is no smoothness. Like he said that the game feels really, really. What's it called? Is there anything heavy enough? Choppy, like really slow, or like you can. The enemies are really tanky and it's really hard to kill them. Okay. He basically told me this. For me, it's the little Wuthering Waves combat way better. Yeah. Maybe there is something. Wait. Okay. You need to bring this. Yeah, I know. Yeah, that blue thing. Then you can go down. Yeah. I just was confused because of the. Wait. The combat rate matches the search target's address. Vision. Can I just... Alright. Never mind. Great, we got it. We can head back now. Alright. I got everything. Oh, and also he said that the story seems really unhinged. What can you say about it? About the story? You have different fraction in the game. And so for the first thing, you have the different stories about the fraction. Yeah, it's more like Blue Archive. How you play it? Well, the main character, the both sisters, make hacking from any companies, and so when other companies has problems about a thing with hacking, she came by here, by the main characters, and so the shop, the video shop, is only a masquerade for not seeing what he do behind. Oh yeah. So basically, you just make a look that you saw some video games, but actually you hack. Yeah. Exactly. Like, here you are, anything else? No. Yeah.
Okay. What? I got a coffee shop. Yeah. You can recover by coffee shop your battery. Yeah, so I'm full, but it says recovery, but yeah, I'm full. It's nice. They give you 2 spins for every 5 levels you gain. Nice. Wie sieht das aus jetzt? Wie kann ich das jetzt ausgeben? Kann ich das jetzt schon ausgeben? Muss das jetzt ausgeben oder nicht? Ja, mach die Story weiter, da kommst du jetzt in die nächste Gegend. Für das Auto vom Parkplatz begibt dich zum Via-Club. Richtig. Gibt's eigentlich auch eine Map? Wo man irgendwie eine Karte öffnen kann, wo man sich dann teleportieren kann und so? Nicht wirklich. Da zeige ich, das Auto ist der Hauptpunkt, um sich in verschiedenen Stellen zu teleportieren. Ah, okay. Ja, klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ähnlich wie bei Star Rail der Zug. Okay. Mir gefallen die ganzen NPCs hier. Okay, jetzt habe ich einen Bug gefunden, der mich richtig triggert. Holy shit. Was? Ich schick dir noch einen Screenshot. Okay. Der Typ sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Irgendwie steht der vor der Säule und hinter der Säule gleichzeitig. Was? Ja, guck's dir einfach an. Das sieht richtig komisch aus. Warte, ich kann das sogar ein Zimmer machen, da sieht sogar noch schlimmer aus irgendwie. Ich guck mir das mal an. Hello? Guck mal. Ja. What happened, guys? Look at this. Look at him. You can see my mouse. Look at the guy with the blue shirt. He's so buggy. He's behind the wall and before the wall, you can see. Oh, yeah, yeah, right. He's... Torso is clipping. Is that a wall? That's a wall, right? He have a wall hack. Yeah, he's no clipping. Wait, maybe it's not the wall. Maybe it's you can see on the stairs. You can see the wall on the stairs. You right, think this right is a blister? Das ist so eine kleine Überrandung. Das heißt, der steht allgemein dahinter. Aber warum sieht das dann in seinen Füßen so komisch aus, als würde der davor stehen? Unter der Winkel von der Kamera ist so komisch. Guys, I think that the girl behind in who has pink hair is losing it right now. She's so bored. Yeah, it's red. No. The pink one. See, behind. You mean the little girl? Yeah. Ah, okay. Yeah. Coach? Okay. Das sah richtig komisch aus. Das sah wirklich verbuggt aus. Okay, guys. I wish you... good night, and I'm going to bed. Okay. Yeah, good night, guys. Good night. Good night. Du musst danach im Handbuch auch nochmal alle Trainingsübungen machen. Was habe ich jetzt hier freigeschaltet? Den Pass. Das ist der Pass. Ah, der sieht richtig komisch aus. Holy shit. Ja, ich war auch so, hä? Danach habe ich nicht aus dem Battle Pass, aber ja, jetzt merke ich es gerade schon. Der sieht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr farbisch aus. Auch das ja. Aber ja, jetzt erkenne ich es. Wie kann man die Mission machen? Ja. Wirklich, okay. Und wenn du weiterspielst, dann kannst du auch gleich die Dailies machen.
Nice. Ah, das ist ein Free Pass. Du kriegst den Free Pass. Nein, Free Pass. Ah, jetzt habe ich die Sachen bekommen. Okay. Achso, muss ich dann jetzt jedes Mal hierher gehen für den Battle Pass oder? Nee, nicht für den Battle Pass, wenn du die Instanzen machen willst. Ja, jetzt, ich will mal raus hier. Nein, ich hab jetzt gerade keinen Bock. Du musst, glaube ich, einen machen. Okay. Jetzt muss ich mir Gegner zusammenbauen, oder was? Ja. Wie mach ich das jetzt? Du kannst momentan nur die nehmen. Du nimmst 3 Stück. Ja. Brauche ich die für irgendwas? Ja, zum Aufleveln von den Characters. Geht das auch für meinen 5-Star, diese Sache hier? Ja, yeah, du machst ja jetzt mal eine Übung und danach kannst du die anderen. Ich kann jetzt mal einen machen und ja. Dann. Okay. Sonst gebe ich ja unnötig mein Dings aus, ne? Ja. Danach kann ich dann selbst entscheiden, welche Sachen ich sage. Genau. Also so, rein theoretisch, das ist ja jetzt der Loot, den man dann bekommt, ne? Genau. Oh wait. Guck mal, was mein Charakter braucht. Und hier, ich will die ja umfallen. Sie braucht. Wie sehe ich denn das? Ach hier. Diese Windturbinen-Dinger da. Ich glaube, sie ist auch die mit den fettsten Titten vom Game. Ah. Grace Farm nenne ich das jetzt einfach. Oh, ich nenne jetzt auch mal Grace so fertig. Dann weiß ich, dass das für diesen Charakter ist. Ich kann es nicht so nennen. Willst du mich verarschen? Danke. Das funktioniert aber. Ist klar. Keine Ahnung. No, wait. Was sind das jetzt für Gegner? Das sind jetzt die Gegner, ne? Ja. Ja, perfekt. Weiter. Ja, habe ich das ganze Trainingprogramm durch. Aber manchmal nervt, dass jemand die Charakter reinmachen muss. So. Ich denke, das ist aber nur am Anfang, wenn du einmal überall es gemacht hast. Musst du nur anpassen. Ich verstehe diesen Charakter aber noch nicht so ganz. Was schießt sie da überhaupt? Mit Nägel. Oh. Ah, mit Nägel. Und ihr Ult ist ja eigentlich die Granate. Eine Nagelgranate oder was? Ich glaube, es ist eher so eine Energiegranate. Wie kann man die Ult überhaupt auffüllen? Da füllt sich ja gar nichts auf. Doch, du siehst auch oben diese eine Regenbogenleiste, die auftaucht. Bei jedem Charakter. Aber Punkte stehen oder was? Nee, unter dem Leben. Ah, ja, ja. Du meinst diese aus wie Flaschen oder was? Genau, guck, du hast jetzt eine Füllung bekommen. Okay, und wie nutze ich das jetzt für die Ult? Sobald du die komplett gefüllt hast, dann kannst du die Ult einsetzen. Die Ult kannst du zusätzlich schneller auffüllen, wenn du Ausweichmanöver ausführst oder Combo. Jetzt habe ich den Balken gefunden, genau. Den du meintest. Ich war gerade von einem anderen Balken, und zwar den unter diese, unter wo das Gesicht jetzt von der Nico ist. Ah, nee. Wie sie nochmal hieß. Oh, scheiße. Ja, right. So, das heißt, die Ult muss hier frei sein. Ja, perfekt. Ist sie eigentlich stark? Also, sie sind eigentlich, fand ich, stärkemäßig die Charakter alle fast gleich. Es geht eher, welcher Stil du eher magst. Du hast verschiedene Charakter, die haben andere Eigenschaften, wie zum Beispiel Schildbrecher.
Reiner Damage oder die, wo auf Aufladungen aufgebaut sind. Okay. Mein Team ist wahrscheinlich gerade gar nicht so gut, ne? Du musst gucken, ob das Team auch harmonisiert. Dafür gibt es ja diese verschiedenen Clans und das merkst du, wenn du dein Team bildest. Kann ich upgraden, okay. Ich kriege nur Objekte, ja, das weiß ich selber. Ich will ja sie upgraden. Oh, ich habe direkt irgendwie viele bekommen. Weil du musst mit den Fraktionen aufpassen. Wenn du ein Team machst mit gemischter Fraktion, dann ist die synchronisch gut miteinander. Ich verstehe. Ich habe sogar einen 10er Pool. Ich zieh mal durch. Ja. Aber eigentlich ist es schlecht, dass du sie direkt gezogen hast, weil du hast am Anfang nicht so viele Heavy Industry Character. Ja, also ist sie nicht gut, ne? Aktuell. Und für dein Team ist sie momentan nicht gut, weil du hast mehr die wie heißen die anderen ja da? Die Cunninghairs. Hier. Woher kenne ich eigentlich, woher zu was die gehören? Wenn du unten links auf den Namen drückst. Dieser Agent ist zurzeit nicht freigeschaltet. Nee, drück mal wieder auf deinen Charakter oben. Bin ich ja, ich bin ja auf meinen Charakter, hier. Bin ja auf Grace drauf, ich drück auf Grace und dann kommt was. Nee, du kannst es noch nicht sehen, weil du in der Story noch nicht starb. Hä? Ach, warte. Gunning Harris, ist das das? Ja. Doch, hier. Bellobock. Ja. Hier, den habe ich noch. Und den hier. Also ich hätte sogar ein Team, aber ich habe keinen Bock auf die beiden. Der Bär ist geil. Wow, was hat der da, Junge? Ist das ein Raketenwerfer? Okay, mach ich mal einen Pool. 10er Pool kann ich sogar machen. Let's go. Schade. Gut, nur scheiße. Ja. Leider. Kein Glück. So kann ich überhaupt wieder poolen. Ja, ich hab 14. Was? So. Dann poolen wir mal. So. Bekommst du jetzt auch den, den ich hatte? Hm, krieg ich sie wieder. Die habe ich noch gar nicht gehabt. Die Piper habe ich jetzt Constellation 2. Ah ne, Constellation 1. Wen habe ich denn eigentlich schon weitesten? Sie habe ich auf. Das sind Artefakte, oder? Die Kugel. B-Motor. Ja. Wie kann ich mir da zusammenbauen, was für Artefakte ich haben will? Oder ist es einfach random, also soll ich einfach reingehen? Äh.
Ja gut, am Anfang kannst du einfach normal handeln. Guck das, was du momentan für dein Team brauchst. Naja, ich, wie gesagt, ich will diese Grace of Lemon. Ja, was braucht sie denn? Geh mal rein und dann gehst du. Du hast sie schon auf Stufe 20 gemacht. Ja. Ja, momentan kannst du nicht mehr für Stufe 20 gehen. Naja, ich will ja auch die Artefakte sammeln hier. Bis hier, was hier reinkommt. Die Artefakte, die. Das siehst du auch immer, da musst du aufpassen mit den W-Motors. Die sind immer für die spezifische Charakterklasse gedacht. Du kannst nicht jeden W-Motor nutzen für jeden Charakter. Okay, aber wie mache ich jetzt auf der 1 was hin? Geht da was hin? Das kommt später, Das schaltest du über die Story frei, die nächsten Teile. Achso, okay. Ist das Teil hier gut für sie? Weißt du das? Du musst nur gucken, ob sie, was für ein Typ sie ist. Ich weiß es nicht. Warte, ich guck mal, ob ich. Ich hab sie zwar nicht, aber ob ich da was sehe. Du siehst dieses Symbol an ihrem Namen unten. Da hast du ja die blaue Blitze. Und dann hast du ein Symbol daneben. Warte. Ja, das blaue Blitze. Blaue Blitze und dann hast du dieses eine Symbol und das eine Symbol ist eigentlich so ein Windradzeichen wieder schon wieder oder so ein Ventilator-Ding da. Genau, und du kannst ihr nur die W-Motors geben mit diesem Ventilator. Okay, und wie hole ich jetzt diese Ventilator-W-Motoren? Die Motoren ziehst du ja eigentlich aus oder dem Puls. Das ist schon gut genug. Achso, also reicht meins, was ich gerade habe, oder? Genau, momentan. Ein Lilanes auf sie drauf gemacht. Momentan hast du ja sowieso entweder nur blaue oder mal ein Lilanen. Okay. Aber momentan nutze ich mehr die blauen, weil die blauen kann ich wenigstens auf Constellation bringen. Weil die kannst du ja aufwerten bis Stufe 5. Ah, okay. Gut, ich weiß jetzt auch, welches Set ich hier auf dir drauf machen muss. Du kannst sie aufwerten und aufleveln. Okay, B. Aufleveln hier. Okay. Ja. Und dann siehst du ja immer unten, was für eine Fähigkeit die V-Motors machen. Gut, ich kann es leider gerade nicht weiter aufleveln. Ja. So, ich gehe zwar zuerst mal eine rauchen. Und das? Nee, das sind wohl nicht die Dailies. Du meinst ja, ich schalte gleich die Dailies frei, ne? Dailies sind neben, du hast sie noch nicht freigeschaltet, du musst noch Story weitermachen. Du hast okay. Ziele und dann daneben sind die Daily Alltag. Was ist 3? Was ist das hier? Ah, das ist der Battle Pass. Was ist das denn jetzt? Das ist, wenn du zurückgehen möchtest. Die Map, oder nicht? Genau, das ist eigentlich für zurück zu TPen. So, also sozusagen eine Map? Ja. Nur ohne Karte. Ohne Karte. Navigation ist ganz schnell zum Tier gelangt. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, ja, ich denke, ja, später im Late Game geht es mehr darum, die richtigen V-Motors alle Teile aufzuleveln und anzupassen. Wieder.
Thank you.
Wieder da. Moin. これからどうする？猫又。猫又。あれは爆薬の輸出それと。ここのエーテル濃度にもだんだん慣れてきたぜ。 Ich war die ganze Zeit voll verwirrt. Scheiße. Jetzt bin ich nochmal verwirrt. Hat er einfach einen Rückblick gesehen von so einem Weib, der anscheinend einfach ein Junge war. Also ich weiß nicht, ob er ein Junge war oder ein Junge spielen musste. Ich bin immer noch voll verwirrt. Aber nein, ich habe gerade gegoogelt, da steht, es ist ein Weib. Aber warum hat die genau das gleiche gelabert wie im Rückblick der Typ? Ich bin so verwirrt gerade. Oh, da wurden wieder ein paar abgestattet. Yo, Bebo? Jo. Guck mal kurz Stream. Ja. Das meine ich, die sind voll verrückt geworden, Alter, ohne Witz.
schlachten nachher immer alle ab. Weil wenn man den männlichen Charakter nimmt, hätte man dann ein anderes Zimmer bekommen, weißt du das? Das weiß ich nicht. Die haben ja nur ein Schlafzimmer, habe ich auch gesehen. Ja, die müssen ja, da ist ja noch, da sind ja noch zwei Räume, die versteckt sind. Eins ist anscheinend die Toilette. Und ein Raum ist noch zu. Denkst du, das wäre dann von dem Typen der Raum gewesen? Weil es sieht halt so aus, ne? Ja. Es wäre komisch, wenn er mit seiner Schwester ein Bett teilen will. Ja, aber nicht ausgeschlossen, ne? Ja. Es gibt ja noch ein Sofa, ne? Ja. Aber da wird er wahrscheinlich auch nicht pennen, weil da haben wir ja schon mal geschlafen, ne? Das finde ich auch so komisch, das siehst du in der Story. Du siehst so oft, dass dein Charakter einfach auf dem Sofa pennt, obwohl er ein Zimmer hat. Oh ja, im Bett. Was ist das jetzt für ein Rückblick? Was machen die da? Sami, na,
そろそろ列車に着くわよ。な、何者だ。しまった、敵中だ。みんな行くわよ。一気にやっちゃいましょう。こいつらを倒してホローを出たら列車を奪うわよ。Was denn?Ey, fickt euch doch ohne Witz! Ey! Das können die mir nicht antun. Ich will es doch einfach nur wissen. Diese ganze Folge besteht darin, es herauszufinden. Ich habe nicht einen Hinweis bekommen. Wer soll das denn sein? Die einen siebten Fingerabdruck? Ja, was soll ich mit diesem Fingerabdruck anfangen?それなら爆薬を積んでしまおう。Warum filmen sie mit dem Handy, was sie gefunden haben? Oh, da ist niemand.Es wird gesagt, dass um die Stadt rum alles verwaltet ist, ne? Alles mit Wald ist. Okay. なんだって、彼女はどこに。まもなくフォローの出口に到達します。どういうことだ。小娘ごときにパールマン長官をさらわれ。なるほど、急がないといけないね。当初の計画通り二手に分かれよう。私たちはデッドエンドブッチャーを引きつけるのね。その通り。うまいこと指定の位置まで誘導してくれ。Gruselig, einfach alles leer. 爆薬列車は僕たちに任せて。Stell mal vor, Werbe, du bist mitten in der Stadt, einfach alles, da ist niemand, niemand. じゃあ、私たちは行きましょう。Tokyo Line. Mi, Minami, Ayoma. よし。Awesome. 僕たちは爆薬列車の運転に取り掛かろう。Ich werde nicht in den Tunnel reingehen, das ist mal Licht. Deschano Sergio Tenigeta. Negabakba. Nikotachimumaku, ich denke, du.
Nein. Nicht, dass sie sich selber umgebracht hat. Und die müssen diese Hexe verbrennen. Stell dir vor, sie hat sich selber umgebracht und sie kommt nicht auf den Verdacht, dass sie sich selbst umgebracht hat. Ja. Und sie müssen eigentlich nur den Toten verbrennen. Das ist ja crazy. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Da sind lauter Leichen. Das war's mit dem Strandclubhaus. Seaside Paradise. Ich kann mich erinnern, dass der Boss so stark war.
Cool, diese Funktion war nicht in der Beta. So toll. Ja. Yeah, 10 Pool wird geschenkt bekommen. Woher das denn? Aus dem Event-Teil. Wir haben 10 Pools geschenkt bekommen? Ja, weil ich Stufe 15 bin. Oh geil, zum Schluss, wenn du Stufe 25 bist, kriegst du sogar für 10er Pool. Nochmal. Wo du selbst entscheiden alle kannst. 10 Level oder was? Warte, wie ist das hier? Alle 5 Level. Bei 20, 25 und 30 kriegst du. Du kriegst dann zweimal Standard. Oh, ist was das höchste Level eigentlich? Wahrscheinlich 60, oder?
Ich weiß nicht, wie hoch es weitergeht. Also hier geht es um den den Weltenlevel. Der Knotenstufe. Wie heißt denn Knotenstufe? Ja. Okay, aber ich will wissen, das normale Level, wie heißt das normale Weltlevel? Konto-Level, oder? Ja, also das Konto-Level, das ist der Knoten-Level. Oh geil, man kann Namenskästchen ändern. 60. Geht es bis 60? Ja, bis 60. Nochmal zwei Pools für den Limited Banner. Jetzt müsste ich aber gleich genug haben, wieder für den Limited Banner was zu holen. Oder? Ich kann wieder poolen. Dann gucken wir mal, der 70. Gut, ich denke, es dauert. Pity wurde zurückgesetzt, oder? Wie? Pity, ja, Pity wird sicherlich zurückgesetzt geworden sein. Bei 50 hatte ich ja gewonnen, das heißt, ich bin auf Pity von 10. Eben. Ja. Dann schauen wir mal. Oh, geil. Ich habe eine W-Maschine. Eine lila bekommen. Kanone kaboom. Aber wann schalten wir die Bambus frei? Die will ich jetzt gleich haben. Kann ich 10er Pool machen? Nee, natürlich nicht. Mir fehlt noch ein Spiel. Ist eigentlich sowas wie Cashback hier? Signal laden. Doch, hier kann ich. Ah, du kannst hier auch Constellation kaufen für deine Charakter. Kann ich jetzt einen 10er Pool machen? Nee, jetzt fehlt mir noch knappe 100.
Na ja, geil, da ist eine Sidequest. Ich wusste es! Das hat sich selbst umgebracht. Aber das ist nicht der Typ, wo den Tiger geschlagen hat. Ja. Der hat auch seinen besten Freund umgebracht. Deswegen wollte er jetzt einfach alle umbringen. Die, alle Menschen, die leben. Um sich dann am Ende selber umzubringen. Er gibt ja so viel Sinn. Ja, moin. Er hat ihn einfach umsonst umgebracht. Er hat eine Waffe gehabt und hat auf ihn gezielt. Deswegen hat er geschossen, aber die Waffe war nicht geladen. Ja. Das heißt, er hat ihn so umsonst umgebracht. Was ging denn jetzt ab? Was meint sie mit Dealer? Was ist Dealer? What the fuck? Thank you.
Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt tot ist. Oh, ich glaube, das war's mit der ersten Staffel. Mann. Was denn? Ich muss hier bei diesem Schlangenspiel
eine Minute mit Fullspeed aushalten. Ohne zu sterben. Okay. Warum kann ich eigentlich nie mein Team spielen? Ich verstehe das nicht. Warum bin ich immer in der Story immer irgendwelche anderen Teams? Ja gut, in der Story ist es so, dass du ja verschiedene Abschnitte spielst und da kannst du nicht x-beliebigen Charakter nehmen. Oh, die sind wieder bei der Brücke. Geschafft. Ich sehe, wird immer spannender, holy shit. Oh mein Gott, was?